Hi, willkommen im Mathematik-Informatik-Gebäude oder wie wir es nennen, das MI. Wenn du Mathe oder Informatik studierst, ist das deine Heimatfakultät und vermutlich das Gebäude, wo du die meiste deiner Zeit verbringen wirst. Hier gibt es eine Reihe von Tischen in der Magistrale, wo du in Ruhe lernen kannst, einige Rechnerhallen, wo du Computerinfrastruktur nutzen kannst, ein Bistro, wo du was holen kannst, falls du Hunger hast und vieles mehr. Wir befinden uns hier am Haupteingang zur Magistrale, also quasi der Halle, die die ganzen anderen kleineren Gebäudeteile miteinander verbindet. Hier rechts und links von mir siehst du zwei Treppen, die ins Untergeschoss führen. Und da fangen wir unsere Reise an. Komm mit! Wie du hier links von mir sehen kannst, stehen hier eine ganze Reihe von Spinden, die du vollkommen kostenlos und unverbindlich nutzen kannst. Aber sei vorsichtig, der Bereich hier unten ist nicht videoüberwacht und alles, was du da drinnen lagerst, lagerst du auf eigene Verantwortung. Such dir einfach ein offenes Schließfach aus, häng ein Vorhängeschloss drauf, merk dir die Nummer und dann kannst du es bis zum Ende des Semesters verwenden. Aber Achtung, am Ende des Semesters werden alle Spinde geleert, damit auch die neuen Leute eine Chance haben, einen zu bekommen. Hier unten ist übrigens ganz wichtig, auch noch die Briefkästen, die für Abgaben verwendet werden. Große Vorlesungen haben teilweise mehr Briefkästen, also schau, dass du auch wirklich den richtigen Wochentag verwendest, je nachdem, wann du deine Übung besuchst. Hinter mir findet ihr ein paar Kickertische. Bälle dafür könnt ihr für 1 Euro Pfand in der Fachschaft bekommen. Auch Tischtennis-Equipment haben wir für euch. Dafür müsst ihr einfach einen Studieausweis hinterlegen und das bekommt ihr natürlich alles zurück, sobald ihr fertig seid mit dem Spielen. Aber schauen wir uns mal an, wie man sich sonst im MI-Gebäude orientiert. Dafür gehen wir wieder hoch. Komm mit! Die Magistrale, in der wir uns hier befinden, die verbindet die kleineren Gebäudeteile untereinander. Die sind von 1 bis 13 durchnummeriert und heißen Finger. Finger mit einer geraden Zahl befinden sich auf der rechten Seite von mir und Finger mit einer ungeraden Zahl links. Die Fingernummer findet ihr übrigens auch auf diesen bunten Schildern, die vor den Fingern angebracht sind. Wenn ihr jetzt zu einer Vorlesung oder Übung wollt, bekommt ihr normalerweise eine Raumnummer, die aus 3 Blöcken besteht, und zwar nach dem Schema Stockwerk, Fingernummer, Raumnummer. Wenn ihr also zum Beispiel den Raum 00.06.036 sucht, bleibt ihr im Erdgeschoss, geht zu Finger 6 und sucht den Raum 36, in diesem Fall das Fachschaftsbüro. Der Finger 1 ist übrigens einer der Sonderfälle, und zwar steht dort der Hörsaal 1, und da schauen wir jetzt hin. Einer der zentralen Aspekte von Universitäten sind natürlich die Hörsäle. Hinter mir seht ihr den Friedrich-L.-Bauer-Hörsaal oder Hörsaal 1, oder kurz HS 1 genannt. Wir haben im Gebäude hier auch noch 2 weitere Hörsäle, nämlich den HS 2 und den HS 3, die sind aber deutlich kleiner als der hier. Hier können wir, wenn gerade keine Pandemie läuft, an die 500 Leute unterbringen. In dem Kasten da hinten, da ist ein Haufen technisches Equipment für Vorlesungsaufzeichnungen drin. Da gibt es eine Reihe von Plattformen, zum Beispiel live.rbg.tum.de, die bieten dann teilweise nicht nur Videos, sondern sogar Livestreams an. Allerdings möchten manche Dozenten nicht, dass ihre Vorlesungen aufgezeichnet werden, das sagen sie euch dann aber schon am Anfang der jeweiligen Vorlesung. Die Tafel da unten ist übrigens eine der größten Tafeln Europas. Und die Wand hinter der Tafel, die kann man aufmachen, da ist ein super secret Physikbereich drin, den verwenden hauptsächlich die Physiker, also leider keine fancy Features für euch Mathematiker und Informatiker, sorry. Hier rechts von mir seht ihr den bereits angesprochenen Hörsaal 2 und gleich daneben die beiden Pinnwände, da sind Jobangebote und Wohnungsangebote zu finden, also wenn ihr auf Jobsuche seid, einfach mal vorbeischauen. Ihr könnt auch gerne selbst was herhängen, aber dann holt euch bitte vorher in der Fachschaft MPI oder beim Infopoint einen Stempel, damit unser menschlicher Spamfilter das nicht wieder abhängt. Hey, gut, dass du da bist. Ja, also, wenn du dir zuerst die Fachschaft anschauen willst, dann komm am besten mit mir, dem da mit. Naja, und wenn du dir lieber das MI zuerst anschauen würdest, dann renn einfach ihm hinterher.